Hallo und herzlich willkommen Leute bei Titanfall. Wir sind jetzt wieder in der ersten Gen, also in der Next Gen. Wie man sieht, ich bin Level 1, bin jetzt in die Gen 4 gegangen. Und ja, wir werden jetzt ein kleines Live-Commentary machen. Und mit mir meine ich mich und dich. Nö, eigentlich nicht, aber egal. Wir schauen einfach mal, was draus wird. Und nee, den schießen wir jetzt mal nicht ab. Keine Lust jetzt schon wieder so viele Grunts abzuballern. Scheiße, ich hatte schon wieder einen entdeckt. Ach, wir haben Unsichtbarkeit drin, okay. Das ist sehr schick. Der da auch. Und an dem treten wir einfach mal zweimal vorbei. Und hoffentlich treffen wir den jetzt endlich mal. Oh nein, der hat Smart Pistol, das heißt, wir sind gleich down. Oder nein, er wirft C4 nach uns, okay. Ja, das war ein ekliger Tod. Aber ich treffe nicht viel gerade irgendwie. So. Und da sind wir direkt wieder down. Ja, super. Oh, ganz der Harte. Ja, wurden von einem Camper ausgeschaltet. Werden von seinen Teammitgliedern weggedrückt und versuchen den Camper zu killen und werden dabei wieder von ihm getötet. Ist das nicht wundervoll? Und wir spawnen wieder an derselben Stelle. Mensch, sind wir bei Call of Duty oder was? Komme mir echt manchmal so vor. Ich habe gerade keine Ahnung. Wahrscheinlich sind gerade beide gestorben, oder? Ja, scheint so. Wir sollten eigentlich ganz... Obwohl, wir müssen eigentlich ziemlich viele Grunts töten, weil... Kriegt man mehr EP. Verschwenden wir unsere Muni mal ein bisschen an denen. Wir sterben ja eh am laufenden Band. Wow! Die Grunt-KI wird übrigens... Also, die Minions, die Frontsoldaten alle und die Spectre und so wurden alle verstärkt. Die sind jetzt stärker als vorher. Also, die machen mehr Schaden. Die treffen besser. Sind aggressiver. Und, ja, ein bisschen intelligenter auch. Das ist irgendwie schon ganz nice. Man wird auch öfter von denen jetzt getötet dadurch. Das ist eigentlich schon nice, weil vorher waren die ein bisschen zu easy. Sind immer noch total easy eigentlich, aber... Man sollte halt nicht unbedingt in so eine riesen Gruppe reinlaufen von denen. Die Granate ist gerade total gefailt und killt uns fast selber. Super, und da schießt schon wieder einer auf uns und wir haben keine Chance mehr zu entkommen. Na super. Ah! Titanfall ist manchmal echt stressig. Aber egal. Davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Das heißt ablenken, abhalten. Wir rushen jetzt einfach wieder direkt rein. Und warum habe ich mich eigentlich unsichtbar gemacht? Das war jetzt echt unnötig. Ich finde aber auch kaum Pilots gerade irgendwie, oder? Wo sind die alle? Bestimmt alle irgendwo sitzen irgendwo, da war einer. Wir können erstmal ein paar Granaten spammen und dann einen Grunt killen. Wow, cool. Das ist ein cooler Sniper-Spot eigentlich. Und wir haben einen verstärkten Sidewinder, der zu viel Munition hat. Schon geil. Schießen wir mal den da ab und kleben uns noch höher. Mist, ich wollte höher an die Wand. Bin aber dann leider runtergefallen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, man kann, wenn man an der Wand ist und anvisieren drückt, ja, an die Wand, an der Wand sich festhalten. Das ist echt nice. Dann spammen wir hier gerade mal weiter. Und schießen da mal auf den Pilot mit dem Sidewinder. Was nicht gerade schlau ist, was man machen kann. Aber egal. Ich weiß gar nicht, ob ich mal in Titan reingehen soll oder nicht. Weil wir haben ja gerade den verstärkten Sidewinder. Naja, vielleicht können wir wieder entkommen dann aus dem Titan. Schnell genug, so dass wir... Falls wir halt down gehen, meine ich. Weißt du, dass wir dann schnell den Sidewinder auspacken können. Und mit dem alles klatschen. Und... Boah, dem haben wir ziemlich viel Damage gemacht. Oh ja, super. Ich irgendwie... Ah, komm schon! So, den haben wir in die Flucht geschlagen, aber das nur dank unserem Ogre, Teammitglied. Und da hinten sind schon wieder die Nächsten. Natürlich immer schön draufhalten mit der Kettenkanone. Das kann die am besten. Und der ist down. Sehr gut. Ups, der hat gerade ein Teammate down gekriegt.
Ah je. Ich bin nicht 2 zu 1 in Unterzahl. Stimmt doch gar nicht. Sogar noch mehr. Ah scheiße, jetzt gehen wir down, würde ich sagen. Aussteigen, los! Boah. Fucking shit. Ich habe schon gedacht, er steigt nicht mehr aus. Ich habe gedacht, jetzt wäre es zu Ende. Ja, fall da runter, sehr gut. Wenn der eben mal da runterfällt, dann verschwinden wir gerade mal. Weil das war mir gerade ein bisschen zu knapp. Und da ist unser nächstes Opfer. Da ist der, der uns jagt. Den müssen wir kriegen. Da. Scheiße! Ach, da hat der Sack uns noch mal eine Rucksackladung gekriegt. Glück für ihn. Aber Pech für uns. Aber jetzt haben wir den vollautomatischen Ops. Granatwerfer. Der rockt auch ziemlich gegen Titans. Eigentlich gegen alles. Ups. Das haben wir reingeschossen. Egal, macht nichts. Ich habe die Granate eben verzogen, weil ich gedacht habe, wir wären Pilot reingerannt. Das wurde mir auf dem Minimap nämlich so angezeigt. Und wir haben schon wieder einen Titan, den können wir gerade mal droppen. Dann schießen wir weiter mit unserem vollautomatischen Granatwerfer durch die Gegend. Den Titan lasse ich Dings KI gesteuert, damit wir schön weiter mit der Waffe hier rumspammen können. Weil die einfach ultra viel Schaden macht. Wir haben schon wieder einen Titan totgeweiht. Und das ist sehr schön. Bis hier rumrotzen, bis zum Gegner. Oh, Granate. Ja, ich bin ein bisschen tollpatschig, ich weiß. Kleben uns mal an die Wand und da ist gar niemand mehr. Na super, jetzt haben wir ein Magazin in die Tonne gekloppt. Mindestens. Und dann schauen wir mal weiter. Mir wurde eben auf der Minimap hier oben irgendwo einer angezeigt. Der hockt wahrscheinlich hier oben drauf. Meiner Erfahrung nach. Genau. Und ja, ich hätte natürlich auch umtreten können, aber ich will ja die Aufsätze für die Waffe hier so schnell wie es geht freischalten. Und ist hier schon wieder ein Titan? Nein. Ich hoffe mal nicht, dass sich... Da war eben jemand, oder? Ich glaube, da wollte uns gerade einer schnappen. Ich hätte mich umdrehen müssen, dann hätte ich an der Wand kleben können, aber... Nee, ich habe gedacht, es geht auch so. Das hat sich gerade gezeigt, dass das nicht geht. Und da ist irgendwo ein gegnerischer Titan. Ja, wir haben ihn getroffen. Oh, achso, die Waffe ist ja leer. Dann holen wir uns gerade unseren Titan. Ja, okay, wir müssen eh zurück, uns zurückziehen jetzt. Wir müssen eigentlich noch so viele Spectre töten, wie es nur geht. Damit wir Dings, ein erweitertes Magazin kriegen. Das erweiterte Magazin ist so der beste Aufsatz eigentlich. Sehr gut. Und ich bin der Meinung gewesen, dass ich den, unseren Titan schon längst in den Dingsbums-Modus gesetzt habe, in den Auto-Titan-Modus, aber scheinbar nicht. Ja, super scheiße, da wurden wir vom 40mm Geschütz geplättet. So Leute, das war's schon wieder. Ja, die Runde war ja jetzt nicht gerade toll. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Haut rein, euer Fumanschu.